You are the target. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Call of Duty Modern Warfare. Es war wieder Patchzeit, ein neues Update ist da und zwar die Version 1.09 wurde aufgespielt und die ist auch wieder ein bisschen größer, bis zu 20 GB je nach Plattform. Auf der PS4 waren es bei mir aktuell 13 GB. Was ist drin? Einige Sachen, mit denen ich für den Patch 1.09 ganz stark gerechnet habe, sind nicht drin. Weitere Nerfs für die 725 waren eigentlich auf Twitter von den Entwicklern angedacht. Momentan ist davon nicht zu sehen, soweit schon mal vorweg. Aber was ist denn überhaupt Neues drin? Denn wir haben neues Backup Operations. Finde ich sehr gut. Wir haben Harbinger und Brimstone. Damit haben wir zwei neue und eine klassische Kehrt zurück mit einem 3-Sterne-Rating-System und zwar Doorkick. Ist als weiteres Backups-Mission jetzt verfügbar. Damit also drei neue an der Zahl. Und wir haben im Multiplayer jetzt auch eine Realismus-Moshpit. Da sind ja immer unterschiedliche Spielmodi drin in der Moshpit. Und zwar haben wir dort Hardpoint, also Stellung, Herrschaft, Hauptquartier und Abschuss bestätigt. Und was ich auch sehr cool finde, das Gun Game ist wieder mit dabei. Das bedeutet, nach Kills ändert sich eure Waffe. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, Gun Game ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das gespielt habe, ob man sich wirklich von der Pistole hochgearbeitet hat durch die Waffen oder ob man da random, also zufällig, eine andere bekommen hatte, weiß ich gerade leider so nicht ganz genau. Aber das ist auf alle Fälle ebenso neu mit drin im Multiplayer. Das schon mal sehr gut, dafür einen dicken Daumen nach oben. Dann gab es weitere Justierungen an den Schrittgeräuschen. Hier haben sie allerdings jetzt nicht gesagt, ob jetzt lauter oder leiser. Aber auf alle Fälle wurde da nochmal, wenn man halt sich in der Hocke bewegt oder wenn man geht, während man durch die Visierung schaut, dort wurden nochmal die Fußschritte oder besser gesagt die Schrittgeräusche angepasst. Dann gibt es jetzt neu eine Option, dass man Freundschaftsanfragen und Partyeinladungen ausblenden kann. Dann sogar gibt es Updates für die Leute, die gerne auf der PS4 mit Tastatur und Maus spielen, denn unterschiedliche Tastatur-Layouts wurden dort nochmal möglich gemacht. Habe ich noch nie benutzt, ganz ehrlich gesagt. Ich bin da ganz lieb und brav und spiele mit Controller, liegt aber auch daran, da kann man viel besser zurückgelehnt, geschält spielen und geschält in die Fresse bekommen. Ganz genau, so soll es sein. Dann ganz wichtig, was wir vorher auch schon angekündigt haben, und zwar wurde der Killfeed aufgeräumt. Das bedeutet, die Meldungen, die im Killfeed sind, dort waren ja viele Sachen wie, hat dich gerecht, hat dich gerettet, hat dir, keine Ahnung, Deckung gegeben, wie auch immer. Also da war einiges drin im Killfeed und das macht das ganz schön schwer, dann irgendwie so ein 4er Killfeed zu bekommen, was ja auch, glaube ich, bei den einzelnen Herausforderungen oder bei den Missionen dabei ist. Und dementsprechend wurde dort nochmal ein wenig aufgeräumt, dass da ein bisschen weniger im Killfeed drin steht. Dann gab es weiterhin Probleme, wenn man sprayt, oder wenn man eine Geste benutzt, dass man die ja jetzt abbrechen kann, also dieses Gestenrad, wenn man irgendwo hinklickt, das betrifft wohl dann auch eher Maus, die Geschichte, denke ich mal. Auf der Konsole bin ich ehrlich gesagt noch nie in die Verlegenheit gekommen, Gesten zu nutzen oder irgendwelche Sprays an die Wand zu setzen. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung, fand ich wohl anscheinend nicht so wichtig. Zusätzliche weitere kleine Bugfixes, die ich euch hier im Hintergrund eingeblendet habe. Genauso in privaten Matches gab es auch kleinere Probleme, die wurden gefixt. Zum Beispiel konnte man auch die Spawn-Kamera ausschalten oder besser gesagt, kann man sie jetzt ausschalten. Bei den Killstreaks selber gab es wohl auch ein Problem, das ist mir selber auch mehr als einmal aufgefallen. Und zwar, dass man auf einmal mitten im Match auf einmal andere Killserien hatte, dass er da also einfach auf eine alte Killserie, die man wohl vorher eingestellt hatte, zurückgesprungen ist. Ich habe mich auf alle Fälle auch schon mehr als einmal gewundert gehabt, hä, wieso habe ich denn das jetzt als Killserie? Das wurde also auch gefixt. Und genauso war es möglich, in bestimmten Situationen mit dem Schildgeschütz durch den Rauch hindurchzuschauen. Und der Rauch hat noch eine weitere Anpassung erhalten. Und zwar konnten Thermalscopes nicht durch den Rauch hindurchschauen. Wie doof ist das denn? Nee, jetzt ganz ehrlich, also ich muss sagen, das Thermalscope benutze ich ehrlich ganz, ganz selten. Aber natürlich, gerade wenn man irgendwie, sage ich mal, Stellung spielt und dann alles mit Rauch vollgehauen wird in der Stellung, ist so ein Thermalscope schon wahnsinnig praktisch.
bin ich noch gar nicht in die Verlegenheit gekommen zu nutzen, aber wenn man dann durch den Rauch die Leute trotzdem nicht sieht, wofür dann Thermalscope? Also das wurde auch gefixt, sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig auf alle Fälle. Dann haben sie ganz, ganz viel natürlich wieder gemacht an den Offiziersherausforderungen. Da haben sie nochmal ein wenig aufgeräumt, dass die Sachen ein wenig klarer sind, was man denn überhaupt machen soll oder halt, wie weit der Fortschritt wirklich gediegen ist, dass dort bei den Offiziersfortschritten alles funktionieren sollte jetzt. Fahrzeuge war Nerf angekündigt schon über Twitter und da hieß es, da wollten sie auf alle Fälle was machen, dass dieses Spawn-Trapping mit den Panzern aufhört. Allerdings habe ich hier die einzige Meldung, dass der Schadensradius und die Tödlichkeit der Geschütze reduziert wurde, also des Geschützes reduziert wurde. Aber ich hatte auch eigentlich bei Twitter gelesen gehabt, dass dort irgendwie was vom Tank her gemacht werden sollte. Ich bin noch nie Panzer gefahren in Call of Duty. Ich habe, glaube ich, aber auch nur zweimal Bodenkrieg gespielt. Daher mag das verziehen werden an dieser Stelle. Denn die Dinger sollen halt zum Farmen perfekt gewesen sein, wirklich. Und da wollten sie halt auch irgendwas noch machen, dass der Tank kürzer hält oder irgendwie. Leute, fragt mich nicht. Ich sage nur auf alle Fälle, momentan der aktuelle Nerf nur betreffend des Schadens und der Tödlichkeit des Geschützes. Dann war ich auch sehr überrascht. Änderungen an Totenstille. Jetzt hatte ich wirklich mit einem massiven Nerf genutzt, denn diese Feldaufrüstung ist einfach Bombe. Totenstille, Leute, habt das ausgerüstet, ne? Aber nur, wenn ihr in meinem Team seid, nicht im Gegnerteam. Denn das Perk ist wirklich mega, mega. Und das hatte zum Teil nicht lang genug gehalten oder besser gesagt nicht so lang gehalten, wie es sollte, wenn CDL aktiv war, wobei ich immer noch überlege, was gerade CDL sein soll an dieser Stelle. Gut, wir werden uns überraschen lassen. Auf alle Fälle ist das ebenso gefixt worden an dieser Stelle. Ansonsten gibt es da nicht allzu viel. Ich habe euch ja einfach alles hinten eingeblendet, was es betrifft. Wir haben natürlich bei den Waffen haben wir noch ein paar kleine Änderungen. Wir haben zum Beispiel die Scar, da wurde dann leicht die Aimdown-Zeit erhöht. Oh Gott, hört sich das doof an, wenn man das Englisch und Deutsch gemischt sagt. Also, das in die Visierung gehen. Die Zeit wurde erhöht. Dann gab es beim Raketenwerfer und bei der Modell 860 mit den Tarnungen Probleme, dass sie nicht korrekt freigeschaltet wurden. Also, alles hier weiter. Nichts Wildes, was sich hier wirklich getan hat bei den Waffen. Da wirklich ganz, ganz wenig. Blende ich euch, wie gesagt, im Hintergrund ein, dass ihr alle selber ganz genau nachschauen könnte, was denn für euch da interessant ist. Bei den Spec Ops gibt es noch zusätzliche Munitionsdrops, die waren auch dringend notwendig auf alle Fälle. Spec Ops ist momentan weiter nicht momentan so mein super Favorite, muss ich sagen. Dann, ja, Gegner ist nicht so wahnsinnig mein Favorite und dann gibt es natürlich noch die Stabilität, ja, die weiter erhöht wurde und ansonsten weitere Fixes, auch diese habe ich euch hinten im Hintergrund eingeblendet. Das war es hier von der 1.09. Ich hoffe, das Video war wie immer für euch interessant. Es hat euch wie immer gefallen. Das wäre super Sahne, weil dann würde ich mich über was freuen, richtig genau, über einen Daumen von oben nach euch. Und wenn ihr jetzt aktuell den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, das zu machen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Mit den Worten verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.